Ja, ein herzliches Willkommen, ihr lieben Leute von heute. Willkommen zur nächsten Folge. Na, Entschuldigung. Na? Von meinem Minecraft mit Bully Projekt hier mit mir, dem Bully. Und ihr seht ja, endlich ein anderes Texturpaket wieder mal am Start. Na, Gott sei Dank. Das passt, Leute. Das ist alles super und es wird wieder finster. Ja, mein Sohnemann hat mir das wieder eingestellt, dieses Texturpaket. Schaut ja ganz viel, schaut ja ganz vielversprechend aus. Schaut schon ganz cool aus. Ich könnte eigentlich schlafen. Ich habe meine Kühe natürlich hier draußen, die immer mehr werden. Und da steht eine dicke, fette Kuh vor meiner Tür. Das finde ich nicht cool, Leute. Ich gehe schlafen. Gute Nacht. So, erst einmal schlafen jetzt in dem Spiel. Na? Ja, also in dieser Erfolge. So, dann haben wir mal wieder morgen, denn morgen, der gute frühe Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, ihr lieben Leute von heute. Ich finde es ganz cool, ich kann in den Nether gehen, da habe ich Eisen, also die ganzen Eisensachen. Auf jeden Fall schaut es mich einmal an, wie cool ich ausschaue. Das ist super, Leute. Lalalala, da haben wir eine Eisenhacke. Okay, also ich muss mich da erst einmal zurechtfinden mit den ganzen Dingern da, Werkzeugen und so. Ich brauche Gold, Leute. Wie bekomme ich Gold her? Weil ich möchte, bevor ich in den Nether gehe, ja vielleicht doch irgendwie Gold sammeln. Eisenbarren, mein Bettchen habe ich mit. Das ist sensationell. Ich habe auch Äpfel mit für den Nether. Aber irgendwie habe ich nirgends Gold oder so. Stimmt das? Nö. Aber vielleicht kann ich, wenn ich jetzt in den Nether gehe, ihr Lieben. Schaut mal, da ist ein, oh mein Gott. Da ist ein, oh mein Gott, da ist schon einer vom Nether. Tust du mal eh nichts? Nö. Da ist schon einer vom Nether da durchgekommen. Ich habe den Nether, Leute. Das finde ich so richtig cool. Da haben wir mal Gläser. Gläser. Ich brauche wieder Blumen für weitere Gläser. Ja, servus. So, Leute, es geht in den Nether. Es geht in den Nether, Leute. Okay, los geht's. Ich hoffe, da drin sind nicht irgendwelche komischen Viecher. Ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Oh mein Gott, da ist ein Gast. Oh mein Gott, da ist schon ein Gast, Leute. Boah, ich komme raus und das ist ein Gast dort. Na toll. Vielleicht wäre es einmal cool, wenn ich, habe ich Holz mit? Nur, ja, habe ich mit. Ich habe eh mein Werk, meine Werkbank mit. Ich muss nur kurz schauen. Ob ich das... Ich stelle mal die Werkbank daher. Ob ich Pfeil und Bogen machen kann. Bogen. Was brauche ich dafür? Ich brauche dafür Fäden. Für einen Bogen. Ach Gott, ich brauche auch Diamanten und keine Ahnung was. Diese Stöcke, okay, Fäden. Habe ich irgendwo Fäden, Leute? Ja, ich muss mich also erst an das Ressourcenpaket hier gewöhnen. Weil es nicht einfach. Die ganze Zeit ohne Ressourcenpaket oder sowas gespielt und jetzt. Schauen wir, ob ich irgendwo mal Fäden habe. Ich habe nur zwei Fäden. Das ist richtig blöd, Leute. Somit wäre es vielleicht cool, wenn ich irgendwo Fäden herbekommen kann. Haben wir da drin noch Fäden? Fäden. Da haben wir Diamantspitzhacke. Glas, da haben wir Lapis. Ich muss mit den ganzen Sachen erst ein Rohkupfer. Leute, ich muss das alles erst checken, Leute. Alles erst irgendwie, oh mein Gott. Irgendwie herausfinden, was jetzt genau was ist in der neuen Ressourcending. Mit dem neuen Paket hier.
Kohle, 2 Stück. Habe ich nicht mehr Kohle? Nö, ich habe nicht mehr Kohle. Ach Gott. Ja, Leute, es ist am besten, ich gehe da auf jeden Fall einmal irgendwo auf Reisen und in irgendeine Höhle rein. Mein Mitten im Bettchen habe ich eh mit, das ist cool. Ja, ich könnte auch demnächst wieder mal, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil ich gerade so konzentriert bin. Wo soll ich hingehen, Leute? Keine Ahnung, wo ich jetzt hinmarschiere. Ich weiß nur eins. Ich brauche für einen Bogen Fäden, aber irgendwie vorerst möchte ich aber trotzdem noch was anderes schauen. Weil Pfeile habe ich ja sowieso nicht. Ah, Kühe. Da gibt es nirgends eine Höhle oder so, oder? Mal irgendwie unterwegs einmal irgendwas holen. Da unten irgendwas? Auch nicht. Ja, ich finde dieses Ressourcenpaket Ressourcenpaket. Das Ressourcenpaket eigentlich ganz cool. Das wollte ich aber nicht haben, aber nachdem ja, wie gesagt, was da letztens mit dem Ding passiert ist, mit den verlorenen Spielständen, ist auch das Ressourcenpaket verschwunden. Und das ist so richtig blöd. Da haben wir blaue Blumen. Die brauche ich nämlich für weitere für weiteres blaues Glas. Hier unten geht es auch nirgends hin. So, vielleicht gibt es ja da irgendwo eine Höhle, Leute. So weiß ich nicht, ob das jetzt da passt. Ob das mit. Ob ich da irgendwo in eine Höhle komme. So, da haben wir auch wieder eine blaue Blume. Hier haben wir Kohle. Schaut aber eher jetzt nicht wirklich nach. Aus. Komm her, du Kuh. Schweinchen. Wir brauchen auf jeden Fall einiges an Fleisch auch wieder. Also eh eigentlich immer wieder. Die Kohle nehme ich mir natürlich mit. Tut mir leid. Ja, dass man nur ein Stück Kohle gibt's ja nicht. Was haben wir da hinten eigentlich? Okay. Ich weiß nicht, ich will am liebsten nicht, noch nicht so extrem weit weg. Aber ich habe eh die Koordinaten aufgeschrieben. Blümchen pflücken, Leute. Blümchen pflücken. Da unten irgendwas? Nö. Auch nichts. Servus, du Schwein. Bleib da. Die drehen sich immer so schnell. Wahnsinn. Ich gehe spazieren. Und es kann sein, dass es jetzt wieder hackt, weil es ja so ist bei Minecraft, das habe ich auch letztens schon gesagt, dass es immer wieder hackt, wenn man neues Gebiet quasi erforscht. Verarscht.
Jo, Minecraft mit Bulli. Da wird einmal ordentlich was gemacht zukünftig. Es gibt noch so viel zu machen. Auch mein Landhäuschen muss weitergebaut werden. Das ist wichtig. So, Fleisch brauche ich immer wieder. Da haben wir wieder blaue Blumen. Oder eine blaue Blume, sagen wir so. Wird schon wieder finster langsam, oder was? Komm her, du Sau. Jo, aber da gibt es jetzt nirgends eine Höhle oder so. Oder doch? Ja, da war ich schon. In dieser Höhle war ich schon unten, Leute. Aber irgendwie... Ja, da war ich ja schon mal. Genau, da hatte ich damals hier mein Bettchen aufgeschlagen. Das werde ich jetzt auch machen. Mein Bettchen hier aufschlagen und... Ja. Gehen wir mal schlafen, Leute. Wir müssen noch tiefer, okay? Was war das für ein... Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich da unten in dieser Höhle schon war. Das ist doof, Leute. Ja, aber wisst ihr was? Na, ich werde mal darüber marschieren. Und... Schauen, was es da noch so gibt. Birkenhölzer, also Birkenbäume, da haben wir wieder eine Kuh. Also, momentan ist das hier mein Lieblingstexturpaket. Weil die ganzen modernen und 3D-Sachen, die bringe ich nicht auf meinen Computer. Beziehungsweise hackt es dann so extrem. Oh, das ist auch wieder blöd, ne? Weil der Computer, den ich jetzt habe, der ist halt vom Tobi. Und da ist halt nicht wirklich so eine gute Grafikkarte drin, wie die noch bei mir war. Ich hatte auch keine super tolle Grafikkarte drin, aber ich hatte eine 1670 drin. Ja, 1660 oder 1670. Und mein Sohn hat halt eben die 1650 drin. GTX 1650i oder so. Und die ist ein bisschen schwächer. Wobei ich mich nicht so extrem gut mit so Grafikkarten auskenne. Aber ich weiß, dass halt mein auf meinem Computer besser war ein bisschen. Und deshalb ist auch die Qualität nicht so perfekt. Jo, ist nicht so, ist nicht, das ist nicht gut, dass ich das tue, Leute. So, ja, ich kann halt nur momentan hier ein bisschen durch die Gegend laufen. Mal ein bisschen Leder sammeln und so weiter für Zauberbücher. Das heißt, ich brauche noch Dias für den Zaubertisch und halt viel Leder für Bücher, weil ich brauche Bücherregale. Also es gibt noch ordentlich viel zu tun, Leute. Das heißt, ich gehe mal da komplett irgendwo hin. Was auch einmal gut ist. Da haben wir wieder eine blaue, da haben wir eine Kuh. Und da drüben haben wir wieder so eine blaue Blume. Na bitte. Ah ja, für Glas. Treffen, ich glaube dir, ich treffe das. Das ist ein Wahnsinn. So, mal durch die Gegend hier laufen. Ordentlich durch die Gegend laufen. Weil es wieder mal Zeit. Servus. Hier haben wir auch nirgends eine Höhle oder irgend sowas, wo ich rein kann. Ja, ich suche deshalb eine Höhle, weil ich halt schauen will, ob ich Gold finde.
Was ich so richtig doof finde, weil ich in den Nether gegangen bin vorhin, gleich der Ghast vorm Nether und das, wie ich das bewältigen soll, das weiß ich nicht. Ich meine, ich hätte eine Ahnung, wie ich das bewältigen könnte. Und zwar, indem ich einen Bogen habe und Pfeile, vor allem Pfeile, Leute, wichtig. Aber ich glaube, das ist jetzt momentan noch ein bisschen zu früh einfach, in den Nether zu gehen. Eben, weil ich nicht vorbereitet bin mit Pfeilen und Bogen. Bogen kein Problem zu bekommen, aber die Pfeile, da brauche ich ja einiges für Pfeile. Da brauche ich so Pfeilspitzen, so. Nicht Feuersteine, sondern so von den Creeper, diese Dinger da, diese Schießpulver da, ne? Für die Pfeilspitzen. Das sind so viele Pferde, Leute. Blaue Blumen muss ich pflücken, denn ich bin der Pflücki-Wücki, was? Ton wäre auch nicht schlecht, einmal zu sammeln, Leute. So, da haben wir wieder Blumen, die nehme ich mir auch gleich mit. Na, bitte. Zack. Zack. So, dann schauen wir uns einmal da um. Ach Gott. Ja, das sind so viele Schweine. Da könnte ich so viele Schweine erledigen, Leute. Da unten, aber das ist keine Höhle, Leute. Das ist ja nur so ein Abgang. Geht dann da oben, da drüben wieder rauf. Okay, also es ist keine Höhle. Ja, Schweinchen. Ich sehe jetzt auch nicht wirklich was, wo ich sage, wow, das muss ich haben. Nö. Und diese Schweine da. Leute. Zwecks Fleisch, ne? Kommt's her, ihr Schweine. Hör, Leute. Ein Stück Fleisch, Schweinefleisch. Oh, da ist irgendwo ein Zimbo. Und ein Skelett höre ich da. Also kann es sein, dass vielleicht, wenn die da nicht oben sind, dass die unterirdisch irgendwo sind. Das heißt, es kann eine Höhle sein, Leute. Ist die da? Ich glaube, da unten. Ja, ein kleines Höhlenabenteuer hatten wir ja schon, Leute. So ein bisschen Schweine sammeln, ne? Ah, nö, das ist ja anderes Fleisch, was ich da habe. Oh mein Gott, was ist das da drüben, Leute? Soll ich da mal hinschauen? Oh mein Gott, Leute! Was ist da drüben? Jetzt wird es langsam interessant, so höhlenmäßig. So, wie schaut's aus? Ja, die Folge ist dann auch gleich wieder vorbei. Da sind wir halt in dieser Folge mal ein bisschen herumspaziert. Und in der nächsten Folge ist halt dann die zweite Jubiläumsfolge hier auf meinem Kanal. Leiwand. Super. Ja, ich muss mich halt noch wirklich, da oben ist Smaragd, Leute, sehe ich gerade. Ich muss mich wirklich erst an dieses Texturpaket richtig gewöhnen, Leute. Dass ich eigentlich weiß, was sind das für Steine, weil die eine andere Textur haben, Leute. Und das ist halt sehr ungewohnt. Bin halt derjenige, der nicht die ganze Zeit immer nur Ressourcenpakete wechselt, sondern einfach mit dem ganz normalen Classic-Paket spielt, also mit dem normalen Paket spielt. Da haben wir Smaragde, Leute. Ich will mir die irgendwie holen. Irgendwie. Kohle. So, ich habe noch Spitzhacke. Ja. Sehr gut.
dann darüber, dann daher. So, ihr Lieben. Aber das ist, das sind aber keine Smaragde, Leute. Nö, das sind überhaupt keine Smaragde. Hier haben wir, ist das Gold, das ist Eisen da oben. Das hole ich mir schon, Leute. Und dieses, diese Kohle ebenfalls. Aber das und mehr in der nächsten Folge. Die Folge ist schon wieder vorbei. Ja, über ein Like würde ich mich sehr freuen. Und wenn euch das gefällt, was ich tue, dann würde ich mich auch über Abos freuen. Natürlich, logischerweise, ihr Lieben. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Game over. Bis zum nächsten Mal. Ciao.